Hola Chicos, herzlich willkommen zum nächsten Part, zu einem Part, der wahrscheinlich wieder relativ spannend wird. Und zwar müssen wir auswärts gegen Herkules ran, gegen den Tabellenfünften. Die sind nur drei Punkte hinter uns und dementsprechend wichtig ist es, diese Partie zu gewinnen, weil wir ja noch auf diesem Relegationsplatz sind, Herkules eben nicht mehr. Das heißt, oberstes Gebot, wir müssen den Abstand nach hinten vergrößern und zusätzlich könnten wir den Tabellendritten überholen. Die haben nur unentschieden gespielt anscheinend und ein Spiel weniger. Das heißt, nur zwei Punkte hinten. Da würde auf jeden Fall der dritte Platz drin sein. Ja, und warum das wichtig ist, das habt ihr, glaube ich, in den letzten Part schon mitbekommen. Es ist jedes Spiel momentan ein Endspiel für uns. Ich würde sogar sagen, durch diese Ausgangslage mit Herkules auf Platz 5 ist das sogar sowas wie ein Spiel des Jahres, vielleicht jetzt schon. Ja. Es ist jedes Spiel momentan ein Schicksalsspiel für uns und das ist natürlich auch das Spannende an diesem Let's Play, weil auch jedes Spiel gleichzeitig oder jeder Part gleichzeitig der letzte bei Mallorca sein kann. Also es läuft grundsätzlich eigentlich gar nicht so schlecht, aber wir sind halt trotzdem angezählt. Hilft nichts. Da müssen wir versuchen, wieder rauszukommen und das werden wir natürlich probieren, indem wir ja, diese Partie hier auch gewinnen. Ja, wir sind jetzt schon bei der Spielvorschau. Ich glaube, die Taktik und die Aufstellung habe ich ja auch schon gemacht. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ich hoffe mal. Bei dem Verletzungsrisiko sehen wir Rayo, Angel und so weiter. Also das sind schon einige, die sehr verletzungsanfällig waren. Aber ich glaube, das habe ich alles schon gemacht. Prats in der Partie statt Alex Lopez. Ja, bei denen ist auch egal, weil eben beide so verletzungsanfällig sind oder zumindest jetzt mal ein bisschen Gefahr da ist, dass sie sich verletzen könnten. Da müssen wir dann vielleicht in der Pause einfach wechseln, aber wir werden sehen. Ganz wichtig, was ich mir jetzt noch gedacht habe, ist, aber vielleicht machen wir das nach dem Part. Ich war da kurz drinnen bei den Verträgen verlängern, weil ich vor allem ihn hier gesehen habe und mir gedacht habe, okay, da sind Vereine interessiert, sein Vertrag läuft aus. Also wenn da jetzt jemand ein Angebot unterbreitet, dann ist er im Sommer ablösefrei weg. Das heißt, wir werden mal schauen, wie es mit den auslaufenden Verträgen aussieht, ob wir eventuell jemanden verlängern können, vielleicht günstiger verlängern können. Das müssen wir uns überlegen. Aber jetzt machen wir uns grundsätzlich mal fertig zu dieser Partie. Und ich hoffe, dass wir es wieder hinbekommen. Irgendwie habt ihr da gerade keinen Sound. Moment. Ich glaube, ihr habt doch Sound. Das ist nur sehr leise, kommt mir vor. Also ich hoffe, das passt jetzt halbwegs. Ich höre es mir nach der Partie an. Irgendwas ist da umgestellt. Ich habe ein Update runtergeladen vom Aufnahmeprogramm. Naja, fangen wir mal an. Gut, was sagen wir den Jungs? Dass wir Herkules nach der letzten Niederlage noch was schulden. Sehr, sehr gute Reaktion. Also die Spieler sind heiß. Ich so und so. Und dann legen wir los. Zu Beginn gleich wieder natürlich alle Namen. Und dann kann es losgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, sonst könnt ihr zurückspulen. Ich habe mir gerade das Glas auf den Zahn geschlagen. Boah, gleich die erste gute Chance von unserem Neuzugang, Nguyen. Gegner wird da also versuchen, das Mittelfeld ziemlich dicht zu machen mit dem 4-5-1-System. Kann gut sein, dass es da sehr, sehr eng wird. Doofer Ballverlust. Und es gibt die Ecke. Nicht ungefährlich. Gute Flanke. Jetzt müssen wir wieder auf den Konter aufpassen. Bonilla lässt sich da relativ einfach ausspielen, aber Reiner hat kein Problem mit der Hereingabe.
Sabathea macht das gut. Bonilla. Ich wollte gerade sagen, kein Abseits, aber dann kam der Pfiff. Ich vergesse das echt jedes Mal. Bonilla gleich wieder mit Gelb. Also der ist da echt ein Kandidat dafür. Vorsichtig in den Zweikämpfen. Nieto. Nicht ungefährlich. Okay. Vielleicht geht jetzt was. Sabathea. Und schon wieder sind alle Namen weg. Habe ich irgendwo hingeklickt? Ich weiß es nicht. Das ist so nervig. Wieso auch immer man diese Funktion oder Option entfernt hat, ist mir echt ein Rätsel. So, wir probieren es mit Leidenschaft. Zumindest sagen wir das mal den Jungs. Da jetzt wieder die Counterchance. Ich markiere nur, gerade jetzt, wo wir das Gegentor kassieren, wieder alle Spielernamen. Dass wir auch die Bewegung der Jungs jetzt nach hinten sehen. Tolle Spielverlagerung. Bonilla hat hier im Zentrum dicht machen müssen. Geht jetzt raus, ist da wieder zu spät dran. Es ist echt nicht einfach. Bonilla steht immer zu weit weg vom Mann. Aber Serri ist nicht auf der Bank. Keine Alternative da. Schlecht geklärt. Sabathea gewinnt den Zweikampf. Bratz. Sabathea läuft mit. Bekommt da jetzt sogar den Ball. Schön gespielter Konter. Sollte man natürlich mehr draus machen, das ist klar, aber auf jeden Fall mal wieder ein offensives Ausrufezeichen von uns. Sastre mit einem desaströsen Ausrufezeichen. Und wenn so jemand mit so einer Aktion das Tor verschuldet, dann bin ich natürlich richtig böse. Omoji hat heute viele Fehler gemacht. Angel, da haben wir jetzt keinen Namen gehabt. Missverständnis. Oh, starkes Tackling. Das hat er gerade gut gemacht. Flanke ist auch nicht schlecht. Aber wird leider wieder nichts draus. Nächste Konterchance. Wieder gefährlich. Also in den Kontern sind sie stark. Ich werde die Rolle von Nguyen überdenken. Ich glaube, dass der Box-to-Box drin ist. Und das Problem ist, dass wir einfach jemanden brauchen, der vor der Abwehr die Position hält. Das tut er. Da ist das harte Tackling drin. Ah, wir haben noch zwei defensive Rollen, stimmt. Mittelfeldspieler auf Unterstützen, mehr Pressing, aber vorsichtig. Wer soll die Position hier halten? Da könnte man ihn theoretisch aber verteidigen stellen. Dann haben wir nämlich Nguyen, den wir ganz normal so drin lassen können. Eventuell bringe ich Pedraza, damit wir ein bisschen mehr spielerische Klasse da hinten auch drin haben. Aber nicht schlecht. Kriegen die Ecke. Und Nguyen versucht. War kein schlechter Versuch. Kann man mal machen. Gibt es Freistoß für uns? Mal auch eine gelbe für den Gegner? Nee. Jetzt gibt es endlich mal gelb.
Gut, Halbzeit ist schon. Wir haben bisher die bessere Mannschaft, macht einfach weiter so und wir werden das Ding schon schaukeln. Nguyen hier auf diese Position und Pedraza kriegt die zurückgezogene Spielmacherrolle. Dadurch sind wir einen Ticken offensiver. Endlich mal gut von Bonilla. Da war er nah am Mann dran, so wie ich es mir eigentlich am Flügel vorstelle. Gerade in der ersten Halbzeit war das ja wirklich nicht zum Anschauen zum Teil. So, und jetzt müssen wir wieder aufpassen auf den Konter Bonilla. Also wenn, dann läuft fast alles über seine Seite. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Sastre eine gute Partie macht oder alle anderen, die auf der anderen Seite einfach so schwach sind. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt vielleicht die Konterchance. Pedraza ist frisch, gewinnt das Laufduell, geht auf der rechten Seite entlang und jetzt schauen wir, wer in der Mitte ist. Ja gut, dort ist niemand. Starkes Tackling. Ja, also die Offensive sehr, sehr schwach in der Partie. Ich werde noch ein bisschen warten mit dem letzten Wechsel, dann bringe ich Alex Lopez und wir werden Prats als Schattenstürmer spielen lassen. Ich muss mehr für die Offensive tun, die werden stärker. Das heißt, wir werden jetzt echt versuchen, sie ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Das heißt, wir werden sie auch früher attackieren. Bonilla hinterläuft gut. Sabathea, jetzt müsste er eigentlich Bonilla sehen. Hat aber nur Blick für Prats, der umgeben von drei Leuten ist. Naja. Das nicht wirklich optimal. Flanken kommen in der Partie bisher gar nicht. Also in 10 Minuten, 10 Spielminuten werde ich den Wechsel durchziehen. Zu früh will ich auch nicht wechseln, damit uns danach nicht die Möglichkeiten komplett fehlen. Starkes Tackling, dabei hat er sich aber verletzt, so wie es aussieht. So, sie wechseln doppelt und auch wir werden jetzt wechseln. Lopez rein, tauscht mit Prats und Prats als Schattenstürmer. Jetzt müssen wir schauen, dass wir sie so gut es geht mit Bällen füttern. Oh, da sind wir einfach zu weit weg vom Mann, aber das Tackling war ganz, ganz stark. Jetzt kommt der Wechsel. Gut von José Angel. Eine weitere Variante wäre, dass wir jetzt auch den Spielaufbau mit den kurzen Pässen weiter wegtun, damit wir auch echt versuchen, ein bisschen schneller nach vorne zu kommen. Gegner ist doch relativ offensiv. Und vielleicht hilft uns da auch mal der eine lange Ball nach vorne. Wenn er zumindest gut kommt. Alex Lopez ist halbwegs frisch, naja. Also doch, 96. Ich dachte gerade, der ist bei 79. Also Alex Lopez ist ordentlich frisch. Hätte mich jetzt auch echt gewundert. Sastre, starke Balleroberung. Naja.
Versuch's mal mit dem Mehr fordern. Und Kano können wir noch bringen auf links. Theoretisch. Freistoß. Prats im Abseits. Gefährlich gut von Sastre aufgepasst. Der macht heute ein echt ganz gutes Spiel, bis auf diesen einen blöden Rückpass. Ganz ordentlich. Nguyen ist schon vollkommen müde. Wir kommen einfach nicht zu guten Abschlüssen. Gegner schon. Also schon langsam bin ich da echt nervös. Also mit Spielaufbau, mit kurzen Pässen hat es auch definitiv besser funktioniert. Stark von Nguyen. Zu vier Schüsse, also jetzt ist es doch relativ deutlich. Zweite Halbzeit ging eigentlich nichts mehr. Haben wieder auf dieses 4-3-3-System umgestellt. Und das war, glaube ich, eine Notbremse. Nur gelb. Also dieses 4-3-3-System durchs Zentrum ist einfach so heftig. Ich werde das jetzt für den Schluss derweil einstellen. Zahlt sich jetzt da wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich aus, da vorsichtig zu stellen, aber okay. Reiner zum Glück passt auf. Nachspielzeit, 2 Minuten noch. Dürfte es gewesen sein. Bonilla, dumme Aktion. Ucharte passt auf. Ach Leute, also ich weiß nicht. Bin alles andere als zufrieden, das werde ich den Jungs auch sagen, weil spielerisch da einfach zu wenig war. Also Offensive hat mir generell nicht gefallen, Stürmer nicht, Flügel nicht, vorgeschobener Spielmacher nicht. Das ist ganz, ganz schlecht. Hätten uns dann nicht über eine Niederlage beschweren dürfen. Das Gute ist zumindest, dass der Abstand nicht kleiner wurde, dadurch, dass sie nicht gewinnen konnten. Nach vorne hin bleibt eigentlich alles so, wie es ist, mehr oder weniger. Jetzt spielen wir dann gegen den 18. Schauen wir, ob wir da noch Trainer sein dürfen. Und
Wie ich schon angekündigt habe, die Verträge möchte ich kurz mal mit euch gemeinsam durchschauen. Bonilla ist nicht mehr wegen der mangelnden Einsatzzeit beunruhigt, das ist gut. Okay, Verträge. Hier haben wir also einige, die 2018 Auslauf. Und hier, ja, Manolo wäre fast der wichtigste. Ein großes Problem, das ich bei ihm halt immer wieder sehe, ist, dass der verletzungsanfällig ist. Also er hat schon einige Spiele gefehlt bei uns. Schauen wir mal aufs Mannschaftsgefüge. Ist ein sehr einflussreicher Spieler. Hohes Ansehen, Vizekapitän. Wenn man ihn halten kann, wäre es gut. Wenn nicht, also ich möchte auf jeden Fall nicht mehr zahlen, als er jetzt verdient. Das Problem ist, wir müssen auch den Loyalitätsbonus und die Beratergebühr zahlen. Allein das sind wieder 100.000. Glaube, dass das schwierig wird. Allein das will ich schon nicht zahlen. Das Problem ist, das muss ich auch bei neuen Spielern zahlen. Wenn wir da wen verpflichten sollten stattdessen. Das Einzige, was halt wirklich günstiger wäre, wäre eine Leihe. Aber wenn ich das rechne, nur für das Verlängern, glaube ich ehrlich gesagt, dass wir im Sommer auch ganz brauchbare Torhüter so bekommen würden. Gehen wir mal darunter. Okay, jetzt wird er schon ungeduldig. Also ich sage auch ganz ehrlich, nicht verhandelbar. Das nimmt er jetzt an. Das wären 300 weniger im Monat. Aber dafür müssen wir halt 100.000 zahlen. Ach, das können wir nicht machen. Ich glaube, wir können da gar nichts verlängern. Ich ziehe das zurück, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn der wichtig für die Mannschaft wäre, aber schaut euch die Schulden an. Also, da geht es jetzt gar nicht um die 300, die wir uns sparen würden in der Woche, sondern wirklich darum, dass wir da 100.000 an Loyalitätsbonus und Beratergebühr zahlen müssten. Und das ist mir einfach zu viel. So ehrlich muss ich sein. Also, ich weiß nicht, wie in Mallorca gewirtschaftet wird, aber der Kader, den die haben, ist echt richtig heftig teuer. Ich glaube, dass das auch generell ein bisschen ein Problem dort ist, weil natürlich nicht mehr das ganz große Geld reinkommt, aber sie trotzdem eine wahnsinnig starke Mannschaft haben für diese Verhältnisse. Bestimmt nicht einfach, gerade das zu finanzieren. Oh, jetzt spielt unsere U19 gegen Real Madrid. Das wird interessant. Totale Defensive. Keiner im Wettbewerb spielt schlechtere Pässe. Okay. Also nächster Gegner, Abstiegskandidat, da darf es einfach keine Ausrede geben. Die beiden dürfen auf jeden Fall spielen. Ich werde Ferry auch 45 Minuten mal verfügbar machen. Wobei der ist eh zu alt. Da geht es ja um die U19. Mein Fehler. Dann machen wir auch Ferry-Leihangebote. José Lopez machen wir natürlich verfügbar. Und jetzt schauen wir mal. 0% des Gehalts und Rotation. Das ist nett gemeint, aber was hilft mir diese 0% des Gehalts? Also, ich werde ihn nochmal anbieten. Aber ich würde tatsächlich nur jemanden verleihen. Für 0% des Gehalts würde ich jemanden nur verleihen, wenn das wirklich ein Riesentalent ist, das unbedingt spielen muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich das ablehnen. Sonst keine Angebote. Okay. Gut. Wir sind noch nicht entlassen worden. Das ist schon mal ein Anfang. Arrasa verletzt, 2 bis 3 Tage und was blöder ist, Carmona, den wir gerade erst verpflichtet haben, 4 Wochen. Ah, oh, das ist nervig. Den wollte ich jetzt eigentlich immer mehr an die erste Mannschaft ranbringen. Und dann verletzt er sich 4 Wochen. Müssen wir auch damit leben. Die Situation wird auf jeden Fall nicht einfacher. Aber ist halt eine schöne Herausforderung, so gesehen. Ich habe schon wieder nichts zum Schreiben. So. Also der Folgetitel, es wird nicht einfacher, passt da echt ganz gut. Zum einen zum Ergebnis, zum anderen jetzt zu diesen Verletzungen noch. Ich meine, Sastre hat eine sehr, sehr gute Partie jetzt gespielt auf der rechten Verteidigerseite, aber ich hätte ihm einfach gerne ein bisschen Druck gemacht. Weil der hat oft einfach grottenschlechte Partien.
Und gerade da wäre es halt echt cool, wenn man eine Alternative hätte. Du bist verletzt, sicher nicht. Wieder um 19. Da machen wir, ja, José López machen wir immer verfügbar. Der braucht die Spielpraxis einfach und für die Bank haben wir eh Ferry. Das sind noch ziemlich viele Laien unterwegs. Kano unterstützt Fußballwelt. Das ist sehr nett. Ich werde dich gleich aufstellen. Danke, Kano. Na, den wollte ich natürlich so und so wieder reintun. ja, Camona verletzt. Das heißt, wir werden Serchi mitnehmen und natürlich auch spielen lassen. Bonilla war nicht unbedingt gut in der letzten Partie. Die genaue Aufstellung machen wir dann eh noch. Ich wollte nur noch kurz schauen, weil anscheinend gibt es einige Spieler, die da jetzt momentan noch per Laie wechseln. Ja gut, das ist ein Wunschtraum. Ich schaue gerade, ob ich da noch jemanden abgeben kann, die auf Leihliste sind. Chiner wäre natürlich grandios noch. Bis zum Jahresende ausleihen mit, keine Ahnung, monatlicher Gebühr von 1000 wäre ich ja schon glücklich. Gut. Schauen wir mal direkt bis zum Match, bevor ich die Aufstellung mache. Weil natürlich wieder diese medizinische Abteilung eine ganz wichtige Rolle dabei spielt. So. Tactical Briefing an den Co-Trainer. Ja, und dann geht es eigentlich schon zur nächsten Partie und das machen wir dann im nächsten Part. Ja, da müssen wir gewinnen, ganz klar, gegen den Tabellen-16. Also da darf es keine Ausreden geben und ich glaube, wenn wir auch da nicht gewinnen, dann könnte es das schon für uns gewesen sein. Deswegen schon, wie ich zu Beginn schon erwähnt habe, ja, jedes Spiel ein Spiel des Jahres. Schauen wir mal, wie es dieses Mal wird. Danke fürs Einschalten, gracias und adios.